Hallihallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Hier natürlich Staffel 5, hier leben wir immer noch. Ist der Sound gerade ein bisschen laut? Nee, hört sich nur so an. Ach so, weil ich meinen Systemsound ganz laut habe. Ist aber egal. Das ist ja für euch irrelevant. Jo, der arbeitet halt hier schön brav. Ja, macht deine Arbeit gefälligst. Sklave, sonst was. Die Filter habe ich immer noch nicht gebaut, weil ja Zuckerrohr dort drüben irgendwie nicht wachsen will. Naja, ich habe jetzt auch nicht so viel immer inaktiv gespielt, weil, keine Ahnung. Ich könnte einfach auch Minecraft so laufen lassen. Muss ja einfach gehen, Open to LAN, habe ich jetzt letztens auch gemacht. Dann läuft das ganze Spiel nicht durch, wie ein Server. Seht ihr, dreht alles weiter. Und wenn ich Escape drücke, also normalerweise hält es ja aus. Genau. Was ich jetzt noch sagen wollte, wir haben mittlerweile, habe ich gerade noch einen Meteoriten gesucht, M5 ist das. Und da drin... keine Ahnung, wo jetzt... Hallo? M5. Moment. So, hier. Da in der Kiste habe ich nämlich was Wunderschönes gefunden, nämlich die Silikonpresse. Okay. Der sortiert das so, wenn er meint, dann sortiert das so. Die Silikonpresse, sprich, wir können jetzt endlich anfangen mit... dem wunderschönen ME-System. Aber, ihr wollt wahrscheinlich schon, warum ich so viel Cobblestone und Dings habe. Wir brauchen das dicke Pisten. Und wir haben keinen Slime. Also, gehen wir wieder zu M5. Und werden jetzt dort oben zu dieser Insel hochklettern. Ja. Dies werden wir machen. Moment mal. So ungefähr hier hin, so, ja. Und decken wir uns hier hoch. Und ich werde sagen, dies schneide ich raus und wir sehen uns, wenn ich oben bin, wieder. Bis dahin. Jo, und da sind wir wieder. Ich bin gerade am Stacken und ich bin hier gerade an dieser Wand angekommen. Ich werde mich aber jetzt da nicht in der Mitte durchgraben, denn etwas ganz Wichtiges. Könnte sonst tödlich enden. Und die Chance kann ich auch mal ausschalten. F9. So. Hier oben haben wir nämlich Slime-Bäume. Ui. Und diese Bäume droppen auch Setzlinge. Oh, oh. Ha. Es gibt auch noch Pinken und das und dies und jenes. Da ist wirklich Limestone, das brauchen wir nicht, das, eigentlich das nicht. Ja. Haben übrigens, die Slimes haben übrigens genauso die Slime-Eigenschaften wie in der 1.8. Man kann darauf hüpfen und springen und sowas was machen. Falls das irgendjemand von euch interessiert und falls sich irgendjemand mit der 1.8 auskennt. Ich wollte eigentlich heute auch mal nachschauen, ob jetzt für die 1.9 schon Forge-Version raus ist. Es ist zwar egal, aber einfach nur mal so, wie schnell Forge da arbeitet. Einfach nur so. Weil die Modder müssen von Mod zu Mod machen, weil Minecraft oder gesagt Forge so viele Dinge ändern. Ja, Minecraft, der gerade in 1.8 wurde das ganze Texturpack Zeugsen mehrere umgeschrieben und das ist jetzt viel komplizierter, da irgendwelche Texturen zu erstellen. Müssen sich auch erstmal alle Modder wieder reinfinden. Also ich könnte jetzt mein Mod nicht so einfach konvertieren und ich müsste mich da jetzt nochmal reinlesen, wie man in der 1.9 jetzt Texturen anlegt. Ganz einfach. Auf einen natürlich sinnvollen und schnellen Weg. Obwohl, ich habe sowieso keinen wirklichen Mod. Wie gesagt, ich werde vielleicht setze ich mich nochmal irgendwann an Java mal wieder ran. Momentan, gerade nicht. Momentan mache ich wieder ein bisschen andere Dinge, anderes Programm jetzt. Wie gesagt, wir haben ja momentan Osterferien und ich habe so mit Zeit. Viel Zeit, werdet ihr jetzt sagen. Also fehlt es auch wiederum nicht. Eine Woche kann ich jetzt zu Hause sein und darf hier alles mit mir machen, was ich will. Ja, aber es sind Ferien und wer mich kennt, der weiß,
weil ich in Ferien immer krank bin. Ich bin schon wieder krank, meine Nase läuft schon wieder und gerade mal Karfreitag. Ich habe irgendwie gestern vergessen, die Folge hochzuladen, die ich gestern aufgenommen habe. Das tut mir nochmal leid. Und wie gesagt, in der letzten Woche irgendwie, ich kam nicht genau dazu. Es tut mir leid, ich werde jetzt versuchen, die Folgen nachzuholen und dass das alles wieder klappt. Und ich versuche jetzt natürlich auch vorzuproduzieren, bevor ich bald nicht mehr reden kann. So schlimm wird es hoffentlich nicht werden, aber man soll es ja gerade dann nicht übertreiben. Und mal schauen. Eigentlich geht es bei mir selten so weit, dass ich nicht mehr reden kann und dass da zu Problemen kommen sollte. Das ist bei mir meistens nicht so. Meistens ist alles noch gut. Nur bin halt dann meistens etwas kränklich. So, wo ist denn mein Nether-Quarz? Ich sagte, ich brauche mein idiotisches ME-System. Das brauchen wir, das brauchen wir und das brauchen wir. So. Boah, dieses ganze Chaos regt mich auf. Und du bist immer noch nicht gewachsen. Du wirst zwar auch nicht geladen, du Chunk hier, aber naja. So, reinschmeißen. Funktioniert natürlich nicht. Denn hier ist Puddle of Water und das Ganze will nicht in Puddle of Water. Oh, doch, es ist schon fertig. Naja, dann halt nicht. Dann halt doch. Jetzt meint, dass ich mich zu oft teleportiere. Ich habe meinen Spaß. Punkt. Das wird natürlich auch eine sehr gute Begründung. Ich habe meinen Spaß. So, das läuft. Warum läuft das jetzt nicht? Hä? Also, weil wir keinen Strom haben. Moment. Weil wir keinen Strom haben. Das wird sich hoffentlich auch bald ändern. Damit wir hier mal irgendwie, weil so kann ich nicht lange weiterleben. Wie gesagt, Folge 10 habe ich euch gesagt, da werden wir ordentlich alles möglich haben. Also da werden wir dann richtig loslegen können mit den Mods, weil das ist momentan der Stand. Folge 10, erster kleiner Big Reaktor, haben wir keinen Strom mehr. Deshalb kann ich nicht herstellen. So, und jetzt funktioniert das Ganze auch. So. Wir brauchen natürlich bald mehr, so direkt mehr Silikon und deshalb muss ich jetzt auch mehr Silikon herstellen und wir haben keinen Sand. Keine Panik, keine Panik. Warum Panik? Weil ich keinen Sand habe. Wenn ich keinen Sand habe, mache ich Panik. Ich komme diese Folge nicht voran. Ich komme nie voran. Ich bin einfach schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin Batman. Ich bin Batman? Ja, ich bin Batman. Warum bin ich jetzt Batman? Was sag ich hier schon wieder für Kacke? Ich sag meistens immer irgendwelchen Mist, wisst ihr? Aber so ist es halt. Oh. Letzter Zeit ist es halt so, dass ich nur ein bisschen. Mein Deutsch. Meine deutsche Aussprache. So läuft's halt. Ich habe gesagt, ich habe gesprochen. Meister Urulu hat gesprochen. Silikon kommt da rein. Sand und daraus werde Silikon. Und wir kriegen noch besser Silikon raus, wenn wir. Ah, es gibt Quellprojekt. Das wusste ich jetzt nicht. Hier sehen wir auf jeden Fall hier schon die Sägemühle. Also das erhöht halt die prozentualen Chancen von allen möglichen Ausgangsprodukten. Blablabla. Wir brauchen auf jeden Fall einen Enemy Drive, wollen wir bauen. Und dazu brauchen wir zwei diamantfarbene Chipsätze. Die diamantfarbenen Chipsätze haben wir jetzt gerade auch. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Diamanten nennen. Das sind dann die Engineering. Mit zwei Diamanten. Diamanten. Hallo. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr ja wirklich weiter, weil. Ich habe keine Ahnung.
Ja gut, wir haben keine Diamanten. Dann schauen wir mal nach. Diamanten müssen bei M4 stehen. M3. Ah, da steht er. Diamanten. Auch noch zwei. Zur Not können wir ihnen einfach da dann den Auftrag geben. Hol uns Diamanten. So. Hier kann man leider auch nur immer eins reinlegen. Ist halt so gemacht. Kann man sich jetzt aufregen, beschweren oder sonst was rum. Oder man lebt einfach damit. Denn irgendwann automatisiert immer das E. Bald habe ich wieder mein wunderschön automatisiertes E-System. Das gefällt mir wieder. Ja, also ich tue jetzt quasi hier die Prozessoren herstellen. Also. Und dann geht es gleich weiter mit Silikonpressen. Weil Silikon brauchen wir immer. Silikon ist immer Not. Silikon rein. Ich gehe natürlich auch noch immer rein, deshalb tun wir hier auch Filter. Tun hier die Silikons reinschmeißen, dann tut er nämlich auch nochmal die Nachsteigen da drüben. Dann natürlich 64. Als die Stickzahl, die bei den Größen 64 sind, kann er da machen. Ich finde es eigentlich richtig schön, wie schön flüssig das ganze Spiel bei mir hier läuft. Und, ja. Das ist natürlich eigentlich normal und das sollte auch so flüssig laufen. Ja, man kann sich auch mal freuen, dass der PC das Ganze mitmacht. Aber dafür hat man ihn ja. Dafür hat man ihn ja gekauft, versteht ihr? Wenn ihr Näheres zu meinem PC wissen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung zu meinem Equipment, was ich hier quasi verwende. Da findet ihr ausreichende Auskunft, hoffe ich zumindest, dass euch das genügt. Ja, das ist eigentlich alles, was man darüber so erzählen kann. Ja. Ich hasse es, krank zu sein. Immer diese ganze Geschnaube und sonst was und wird Zeit, dass wieder Ruhe ist. Aber es liegt momentan ja kein Schnee. Moment, wir sind Ende März. Ja, ja. April wird ja auch noch mal recht lustig. Momentan regnet es auch nicht mehr, oder? Nee, es schaut nicht so aus. Wie spät ist es eigentlich? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Uhr hier oben liegen. Doch, ich könnte auf mein Handy schauen. 16.40 Uhr. Ja, mal schauen, ob wir die Folge noch 18 Uhr umbringen. Ich werde wahrscheinlich dann auch bald mal wieder 15 Uhr wechseln. Ne? Ich wollte so vieles machen. Ne? Das ist alles immer bei mir, ja. Willst du vielleicht auch mal weitermachen? Ja, eigentlich schon sehr gerne weitermachen. Logik. Sagen wir mal so, wir brauchen erstmal mindestens 4 Festplatten. 4 Festplatten wären recht nice. So, hier haben wir nichts mehr. Dann muss hier hinten was sein. Ist auch nichts. Hä? Das. So, da kannst du ja nämlich einfach sagen, 4 Logik. Und ja. Was brauchen wir noch für die ganze Logik hier? Wir brauchen Certus. Certus Fidibus. Ach, ich bin glücklich, wenn ich meine System. Sei immer so was Wichtigste überhaupt. So, man kloppt das im E-System. Auch wenn es keinen Menschen interessiert, was man macht. Aber es ist ein E-System. Einfach so das Wichtigste. So. 49 davon. Aber wenn nicht einige dachten schon wieder, ich mache jetzt wieder 3-monatige Pause. Dieses Projekt will ich wirklich sehr lange führen. Wenn es zwischendrin mal Pausen gab, das lag letzte Woche daran. Wollte mich dann doch noch auf die ein oder andere Vorprüfung vorbereiten. Und irgendwie, wenn ich keine Lust habe, Videos aufzunehmen, mache ich es nicht. Ist einfach so der Punkt. Es bringt sonst nichts und... Ah, meine Nase. Kriegen wir schon wieder die Krise. Quarzglas. Brauchen wir Glas? Hm, ich und Glas. Da haben wir Glas. Hier. Ja, hier. Ich und Glas. So.
Hau mal das. Nee, das. Ich will kein Nethergold-Erze. Ich freue mich, wenn wir einfach alles übelst schreckhaft gehen. Vor allem habt ihr das gerade gesehen? Ich habe einfach. Ja. Habe einfach hier gerade übelst. Das geht sogar. Übrigens, hier könnt ihr so. Also mal ein übelst kleiner Tipp. Ihr könnt hier alles reinlegen. Legt da mal ein Tesla rein. Das sieht so awesome aus. Habt ihr ja gerade über den Glasblock gesehen. Unser ME-System. Es läuft. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch ein ME-Crafting-Terminal. Ob wir zum Crafting-Terminal kommen heute, das weiß ich noch nicht. Wir brauchen erstmal hier Illuminaten. Quarzglas. Wir haben kein Glas, oder? Na, hier hinten haben wir auch keins. Hier haben wir auch keins. Hier haben wir auch keins. Da, wir haben Glas. Es nervt. Drei Panel, Cover und dann hier Formation. Da brauchen wir, also wir brauchen insgesamt drei Gold. Kurs, Logik. Logik war doch hinten. Also ich glaube, ihr habt dann jetzt auch langsam verstanden, wie das Ganze geht hier. Mit den ganzen Prozessoren herstellen. Das hoffe ich natürlich. Deshalb, wir fangen dieses Projekt wirklich mal null auf an. Für alle, dass alle auch mal die Grundkenntnisse von Minecraft kapieren. Also von Minecraft Modern. Wir brauchen mindestens drei Stück davon und dann haben wir unser Terminal. Fürs Crafting brauchen wir dann nur ein Calculation, den werden wir heute nichts haben kriegen. Das ist nämlich wieder eine längere Angelegenheit. Alle diese zwei Circuits Gold, also die zwei Circuits Gold und Diamant sind recht einfach. Der Calculation, der ist etwas komplizierter, den werden wir dann nächste Folge mit angehen. Ich ziehe immer die Folgen so in die Länge, nur eigentlich sind sie nie lang. Ich brauche einfach nur für alles irgendwie ewig. Ich weiß nicht. Fluxdust. Naja, wir brauchen nur eins. Und zwar, weil ich das weiß. So. Kriegen wir aber auch jeden Fall auch immer gleich zwei raus. Hier zwei Formation und dann brauchen wir noch zwei Annihilation. Dann brauchen wir doch Fluxdust. Ich dachte, wir brauchen nur da dann Nether Quarzdust und vorne dann dafür das gleiche. Nein, das war dann doch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich bin ein alter Mann. Wow. 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 So, hier oben mal ganz wichtig Inventory Tricks. Der Rest passt. Und rein. Einfach rein. Einfach rein. Schaut euch das an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also mein Erstlager, das passt auf jeden Fall auf diese 4 1K-Festplatten. Wenn wir gleich sehen, die erste ist schon mal voll von den Items her. Nicht von den Bytes, sondern nur von den Items. Yeah, drauf da, drauf da, drauf da. Also Inventory Tricks ist quasi die Ordnung, wie ihr sie rechts aussieht. Jetzt habe ich gerade meinen Cursor einmal reingeschwemmt. Also, jetzt seht ihr auch mal, ME-System ist einfach ein Lagersystem. Ich schon wieder gern Fußball kaputt. Ui. Ich liebe es auch mal, das zu machen. Einfach mal so, just for the fun. Just for the fun ist auch so eine wunderschöne Aussage. Finde ich zumindest. Nur für den Spaß. Ja, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Hat's gerade.
So, schaut das aus. Ey, ich find's so klasse, dass wir jetzt endlich das geschafft haben. Und nächste Folge erwartet euch dann endlich. Wir werden noch nächste Folge ein bisschen im E-System machen. Kann ich sagen. Nächste Folge noch ein bisschen im E-System. Und dann aber auch Big Reactor anzufangen irgendwie. Im System dauert noch eine Weile, weil da kommt noch ein bisschen was. Und ja, ich würde sagen, das passt soweit. Wir haben jetzt schon 1025 und haben jetzt hier alles auf dem Blick. Diamant muss ich auch mal wieder schauen. Nur wir müssen ja jetzt eigentlich keine Meteoriten mehr bauen, denn wir haben alles. Das heißt, wir können rein theoretisch kurz doch zu M3 warpen. Ich immer mit meinem Caps Lock. Hallo. Selbst auf Tastatur mit der G910 kann man es nicht einstellen, dass Caps Locks aus. Wer sich mit der Tastatur auskennt, weiß, dass die recht teuer ist. Das ist so eine mechanische Tastatur, ist, dass die recht gut ist. Und anders. Aber selbst hier kann man es nicht einstellen. Ich werde kurz mal nachschauen, wie das Ganze heißt mit dem Ore Dictionary. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also dranbleiben lohnt sich heute noch. Das will ich nämlich. Bis gleich. Also, ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Reset, die Config können wir auf jeden Fall deleten. Ore gibt's that? Oder gibt's den Filter? Den Filter gibt es leider nicht. Also, was wir kriegen können, wäre da zum Beispiel Ore Gold. Das müsste theoretisch checken. Ja, sind alle Ore Gold. Das bringt uns natürlich nicht wirklich weiter. Nur, ich hatte das Ganze mal. Using Material of. Status All. Mod ID. Wir könnten es natürlich so einstellen, Leute. Gehen. Hab eine Idee. Ja, das gefällt mir auch nicht. Mir gefällt das alles nicht. Ich hatte zwar irgendwas gesehen, wie das Ganze ging. So sagen konnte. Abstract. Wir haben können jetzt hier Audix hinzufügen. Or Iron. Or das. So, wir wollen ja hier noch mehr außer die Standarderze haben. Dazu müsste es theoretisch ein Audix geben. Ich könnte kurz einen Mod reinpacken. Um das nachzuvollziehen. Das schauen wir dann mal in der nächsten Folge nach. Ich werde mal ein Rezeptmod reinsuchen, mit dem wir gewisse Rezepte vielleicht auch hinzufügen können. Mal schauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß für die nächste Folge. Und da schauen wir mal, ob es dafür noch eine Variante gibt. Auf jeden Fall schaltet somit morgen wieder ein, wenn es heißt Minecraft Staffel 5. Bis dahin, tschüss.